MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind auf unserem Bundesliga-Premier-League-Team sozusagen. Oder auch Fitness-Team genannt. Ja, es ist eigentlich kein Fitness-Team, das ist klar. Ja, wir wollen dem Team jetzt die letzte Chance geben. Ich denke, dieses Spiel wird dann entscheiden, ob das Team bleibt oder nicht. Oder wie es umgebaut wird oder was weiß ich. Also ich könnte mir gut vorstellen, hat auch wer in die Kommentare geschrieben, dass man, ja, das passt doch, dass man zum Beispiel Martinez für Schweinsteiger reinpackt, weil das ist auf jeden Fall schon mal defensiver. Und ich muss sagen, in der Offensive habe ich Schweinsteiger jetzt auch noch nicht unbedingt gesehen. Der passt dann vielleicht besser auf den ZM-Posten, aber, keine Ahnung. Vielleicht ändere ich das auch nochmal so um, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, man wird sehen. Gegnerisches Team Brasilianer, schon wieder Pato, Jatson und Bernard, ich hasse diese Jungs, ohne Scheiß, da komme ich am wenigsten mit klar. Thiago Neves war glaube ich noch dabei, Fernandinho, hinten habe ich jetzt leider nicht gesehen, weil ich zu spät hingeguckt habe. Aber ich schätze jetzt einfach mal sowas in Richtung Santana, ja, ich habe Santana schon gesehen, okay. Felipe Luis sehe ich noch, Luis Gustavo sehe ich, Naldo, okay. Joa, mal schauen, ne? Jefferson im Tor, oh nein, nicht dieser Jefferson. Mit dem hatten wir ja in dem letzten Spiel einiges zu tun, will ich mal sagen. Also, war richtig eklig. So, jetzt will er hier durchstecken, auf Pato. So, Schweini, komm, bring ihn. Und jetzt, ja. Ja, nee, nee. Oder doch, doch. Jo. Das war mal ein richtig seltsames Tor. Der Ball, der pumpert und pumpert. Und, ja, hier, Dings, ja, hoppelt halt da durch. Irgendwie erst mit zwei Abwehrspielern da. Ich bin mit Lever da. Und, ja, irgendwie ist er aber... Ich glaube, die Schuld ist bei ihm zu suchen. Ich weiß es nicht. Also bei FIFA 14 kann man das nicht so genau sagen. Aber es sah ein bisschen so aus, als ob er nicht richtig hingegangen wäre. Weil eigentlich war ich mir auch schon sicher, dass er weggehen wird. Und jetzt, ja, nicht schlecht gemacht. Nein, das war aber diesmal nicht Reus seine Schuld, sondern meine. Weil ich einfach zu blöd bin, nach innen zu drücken. Ich wollte eine Flanke bringen nach innen. Und hab halt nach vorne gedrückt. Und dann ist klar, dass die Flanke nicht nach innen kommt. Gündogan. Sehr schön. Gündogan nochmal, komm. Ja, sehr schön. Und jetzt durch die Lücke. Lewandowski. Er ist aus dem Tor raus. Lewandowski fackelt das Ding einfach mal aus. Keine Ahnung. 16 Metern oder so rein. Musste auch erstmal machen. Da ist dann so ein Lever natürlich angebracht. Mein Hund rastet gerade komplett aus. Ich weiß nicht, was er da macht. Ich hoffe, man, das hört man nicht zu krass. Ich weiß nicht, der zerfetzt gerade sein Körbchen, glaube ich. Ah, ist schon süßer. Ja, komm, push dich, Reus. Ah, Mariano. So, ich glaube, in FIFA 13 hat sich Reus noch mehr gepusht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass er da echt mal die ein oder andere Abwehrreihe überlaufen hat. Beziehungsweise auch, wenn ein Verteidiger an ihm dran war. Aber ich meine, hatten wir noch nicht so viele Chancen, es zu testen. Deswegen jetzt nur ein Vorfazit. So, jetzt ist Robben draußen und bleibt auch da anscheinend. Übrigens, ich bin ein bisschen krank. Also nehmt es mir nicht zu übel, wenn ich mal so schnaufe. Oh, jetzt bellt der auch noch. Scheiße. Es tut mir leid, aber ist halt leider so. So. Ah, da sind wir durch. Also wir sind nicht durch, aber wir haben ihn. Piszczek außen auf Schweinsteiger und jetzt... War abseits. Ja, war abseits. Nando, halt die Klappe jetzt! So. Ja, gut. Wir führen ja 2-0, da können so ein paar Ablenkungen mal drinne sein. Er hat anscheinend wieder irgendwas gehört und ist dann ein bisschen am Ausrasten. Sehr schön von Reus. Nochmal zurück auf Reus. Jetzt mit Reus mal über die Außenbahn. Und reingezogen, ja, denkst du dir, fast, also Mariano ist wirklich, wenn ich gegen den spiele, ich glaube, der hat auch Medium-Medium oder sogar Medium-High, ich weiß gar nicht, ich glaube Medium-Medium. Und das ist natürlich für so einen Außenverteidiger, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht. In FIFA 14 auf jeden Fall. Ist da wer? Nee, da ist keiner. Cole kommt jetzt gerade zurück, aber haben wir, sehr schön.
So, Ramirez, kleine Drehung auf dem Royce. Ist das David Luiz? Kannst du mal nach hinten gehen, Jung? Ja, David Luiz steht irgendwie mitten rum, aber er weiß, glaube ich, selber nicht so genau, was er machen soll. Also er macht weder irgendwie was im Mittelfeld, noch denkt er mal zurück in die Abwehr zu laufen. Und da ist Santana angeflogen gekommen. So. Ja, ich glaube, ich werde ab den nächsten Aufnahmen den Hund nach unten machen. Unten in die Wohnung. Weil das ist ein bisschen blöd. Sonst hat er, war er eigentlich immer relativ ruhig. Ah, ich wollte reinziehen, aber dann war er mit zwei Leuten da. Jefferson ist ein guter. Also diese Kopfbälle in die Ecken, die gehen bei ziemlich vielen Torhütern rein. Bei diesem Jefferson. Auch im letzten Spiel schon nicht. Und den fängt da David Luiz direkt vom Kopf runter. Oh, hier jetzt keinen Konterfang. Aufpassen. So, haben wir... Ja, sehr schön. Gündogan, Rückwärtsbewegung. Das war jetzt Marquisio-like. Und das meine ich mit Schweinsteiger. Also der ist wirklich so trantütig. Ich sag, mit De Rossi habe ich den Ball auf jeden Fall. Und Schweinsteiger, da, ich wähle den an. Er bewegt sich nicht. Manche haben ja geschrieben, er soll richtig, richtig geil sein. Aber ich muss einfach sagen, bei mir kann ich das bisher nicht bestätigen. Sind zwar erst, ja, 2,5 Spiele. Aber, naja, ist ja schon mal etwas. Haben wir. Sehr schön. So. Ah, was macht Lever? Anstatt, dass er halt einfach mal nach vorne rennt, bleibt er halt einfach stehen. Und der Ball von Robben war nicht gut. So. Jetzt haben wir aber hier Schweinsteiger. Und jetzt drüber auf Robben. Nee, das ist gar nicht Robben. Ich dachte, von da drüben müsste Robben kommen. Aber es war kein Robben. Ich glaube, Schweinsteiger war es sogar. Ach, keine Ahnung. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin ein wenig erkältet. So, und... Ah, der kommt nicht, nee. Scheiße. Ich habe es mir schon wieder übel eingefangen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich fange mir eine Krankheit nach der anderen ein. Also gesund bin ich am seltensten. So. Nee, das war scheiße. So, Philippe rennt. Wir müssen auf die Seiten aufpassen. Torwart. Ja, sehr schön. Kriegt er noch ein Kärtchen oder was? Jo, kriegt der Pardo noch eine Karte. Das passt schon. So, kannst du jetzt mal weitergehen hier. Klappt ihn um. So, vorne auf Reus mal. Nicht auf Reus, auf Robben natürlich. Das ist Robben, seine Seite. Thiago Neves. Ja, versucht das nochmal so Distanz. Jetzt, ich habe heute ziemliche Sprachfehler. Gündogan auf Lever. Lever jetzt wieder nach außen auf Robben. Robben. Reingezogen. Robben. Ah, und da kommt er noch mit Philippe Luiz ran. Schade. Den hätte ich jetzt gerne mal ausgeführt, diesen Schuss. Das habe ich in FIFA 13 öfter mal gemacht. Einfach reingezogen mit dem... Mit 4 Sternen heißt es, glaube ich, McGeady, ne? Ne, Berbaspin ist mit 4 Sternen. Mit 5 Sternen ist McGeady, ne? Ja, das müsste so sein. Ja, komm, raus jetzt hier das Ding. Oh, Pato, diese alte Kampfsau. So, ja, denkst du dir so? Kommt der durch? Ne, Gustavo ist am Ball und er bringt ihn durch, aber er schießt direkt. Das ist meistens nicht gefährlich. Ah, schade. Robben ist schön durchgelaufen, aber Ramirez jetzt nicht mit so einem super Pass. So. Ja. Ja. Sehr schön, Gündogan. Zweimal abgefangen und nochmal. Nee. So, jetzt haben wir einen Auer. Bringen wir ihn jetzt hier auf Robben. Und da ist Reus durch. Aber da wird der Ja, da kommt der Torwart. Schade. Hat Robben nicht ganz so hübsch gebracht. Ich habe ihn extra noch auf seinen starken Fuß gelegt. So, und jetzt, oh, kommt Reus wieder zu mir. Reus, Mann, du bist ein Winger, ein Angreifer. Da musst du nicht ins Mittelfeld rennen. Vor allem, wenn wir im Ballbesitz sind. Bernard. Und da kommt Pato, ja, 2:1. Im Prinzip erste Chance von ihm. Kriegen wir gleich die Bude. Ich hab's irgendwie mir schon so gedacht. Aber wir müssen jetzt natürlich aufpassen. Was heißt aufpassen? Wir müssen jetzt ein Tor schießen.
Dann ist es nämlich viel einfacher, als wenn man versucht zu verteidigen. Dann soll man lieber versuchen, noch ein Tor zu schießen. Ja, komm, push dich jetzt, Reus. In die Mitte, Schweinsteiger. Robben Ball durchlassen, hat er sich gedacht anscheinend. Weil er ist mit Felipe Luis dann stehen geblieben. So, jetzt geht es mit 2:1 in die Pause. Joa, das war jetzt nicht das spektakulärste Spiel. Außer zwei schnelle Tore am Anfang. Ja, es war jetzt nicht spektakulär. Nee. Ja, resume Max. Ach, Match. Dann geht's mal weiter hier. Peace check. Ah. Ja, ich mache auch rum, ey. Einfach passen, anstatt jetzt hier außen halt keine Außenverteidiger zu haben und in den Angriff zu laufen. Ah. Jetzt raus das Ding. Meine Fresse. So, Lever. Rüber. Ja, das wollte ich auch nicht. Ich wollte den Ball eigentlich rüberbringen auf Robbens Seite. So, mal schön von Reus nach hinten gearbeitet. Das darf er dann nämlich machen, wenn wir nicht im Ballbesitz sind. Oh, jetzt werde ich wieder überlaufen von Bernard. Nee, Gott sei Dank nicht. So, jetzt aber Robben. Ja, Robben, Haken. Nee, Felipe Santana ist dran. Reus. Drüber? Nee. Geht nicht durch. Thiago Neves. Sind wir alle da? Mariano. Spiel den Ball nach hinten. So, gut. Ja, hier wieder Felipe Santana. Offensives Verteidigen. Ja, ich darf jetzt nicht die Lücke lassen. Er wartet auch relativ häufig mal auf eine Lücke. So. Oh, bring nach außen. So, da läuft Ramirez. So, und jetzt warten wir mal, bis er in der Mitte kommt. Und dann bringen wir die Flanke und dann kommt da Bastian Schweinsteiger. Und sorry, aber den musst du machen, Schweini. Ist natürlich geil, dass er rein startet und es war auch sein Linker. Aber den kann man mal machen. Ein bisschen weiter raus. Ja, und diesmal hat es sich gelohnt, weil wenn man merkt, dass der Gegner einen Torhüter rausholt, einfach die nächste Ecke ein bisschen weiter nach hinten machen. Und hier hat er ihn wieder rausgeholt, weil das sind halt, es gibt Leute, die, denen ist egal, wo der Ball hinkommt. Die holen einfach immer den Torhüter raus. Und das ist meiner Meinung nach was ganz, ganz Fatales, weil wenn du einen Torhüter rausholst und der nicht drankommt, aber dafür der Stürmer bzw. der Gegner an den Ball kommt, dann ist das halt zu 99% ein Tor. Manchmal ballern sie das Ding dann trotzdem drüber, obwohl das Tor im Prinzip leer ist, aber meistens geht er dann halt schon rein. Und deswegen sollte man da definitiv aufpassen. So, Cole, ich will ihn eigentlich nicht mit nach vorne nehmen, aber ich wollte doch nicht auf Lever. Reus war so schön durchgelaufen. So. Ja. Ach so, war abseits. Was machen wir? Da steht jetzt vorne Reus, Robben und Lever. Und Lever, komm, push dich. Nee. Hat jetzt gerade nicht so Bock drauf gehabt. Oh, Gegenangriff, Bernard. Aber er spielt den Ball irgendwo hin. So, durchgesteckt auf Ramirez. Ah, Haken, bringt nichts, aber Reus, reingezogen, Finesse. Ja, sehr schön. Da gibt es einen Galopp-Dance drauf. Ehrlich gesagt war das dann schon ein bisschen lucky, weil ich choppe sozusagen in zwei Gegner rein. Wir können das ja nochmal kurz angucken. Eigentlich gucke ich ja keine Wiederholung. Hier, choppe ich in zwei Gegner rein, aber er kriegt trotzdem noch den Abschluss hin und das Ding geht auch noch ins Tor. Also ein bisschen lucky war das definitiv. So, Gündoğan. Robben. Robben in diesem Spiel noch nicht so auffällig, dafür war er im letzten Spiel sehr auffällig, aber dafür bringt er jetzt einen Traumpass, wollte ich sagen. Ja, ich habe noch ein bisschen Probleme mit den Leuten vorne, wie sie laufen. Also ich versuche das so zu machen wie im Ibra-Team, da klappt das auch um einiges besser, vor allem mit Ibra und Lavezzi. Aber momentan laufen sie noch nicht so ganz, aber wenn man ja irgendwann raus hat, wie die so laufen, dann geht das auch besser. So, Mariano, jetzt fummelt der da noch ein bisschen rum. Luis Gustavo, Neves. Robben.
Jetzt erstmal auf Lever. Oh, der Ball muss natürlich kommen. Dann kann ich nämlich Robben direkt im Gegenzug wieder durchschicken. Ramirez und jetzt aber Lever. Ich frage mich, warum er immer anfängt zu rennen, aber dann aufhört zu rennen. Ah, schade. Ja, ich wollte nicht irgendwie nur schießen, sondern ich wollte erstmal den Ball kontrollieren. Jetzt mal wieder die Ecke ein bisschen weiter raus. Ah, nee, ja, hast du dir gedacht. Ich wollte es weiter raus machen, aber irgendwie hat das nicht ausgeführt. Komm, Robben, push dich mal. Na, geht jetzt aus. Ich wollte erst nach hinten schmeißen. Ja, Thiago Neves schießt halt einfach mal. Gut. So, bringen wir mal hier Richtung Reus. Nee, kommt eher Richtung Ramirez. Boateng. Jetzt außen auf Cole. Jetzt Reus, Ball durchlassen. Nee, ist er mit Mariano am Start. Erstmal nach hinten das Ding. Nach vorne. Und jetzt durch auf Reus. Reus. Reus? Nee, da waren es dann zu viele. So, Bernard jetzt wieder hier. Ja, das bringt nichts, mein Freund. Ja, ich denke mal, er hat sich mit der Niederlage abgefunden und macht dann lieber noch ein Späßchen. So, Lewandowski hier durchgesteckt auf Reus. Reus nach innen. Reus nach innen. Und ja, er kommt sogar noch irgendwie rüber. Ah, ich wollte gerade an Felipe Luis vorbeichoppen. Und den haben wir. Sehr schön. Und den hat Thiago Neves. Und er lupft. Hä? Nee. Tja, er macht einen Ballroll und dadurch ist der Ball dann doch weg. Rüber auf Robben. Ja, sehr schön. Ach, schade. Ach, kam ich nicht ganz an ihm vorbei. Ja, mein Freund, du bist ein ziemlich cooler, muss ich sagen. Aber deswegen hast du auch verloren. So. Ja, 85. Minute. Also, jetzt mache ich mir nicht mehr so die Gedanken. Also, bei FIFA 14 mache ich mir eigentlich bis zum Schluss immer Gedanken. Aber ich muss auch ehrlich sein: gefährlich fand ich ihn jetzt nicht nach vorne. Ganz und gar nicht. So, Lewandowski Tor gönnen. Nee. Aber Gündogan mit Kopf. Ja, Gündogan mit Kopf aus 25 Metern. Na, ja, sagen wir mal 20. Kann man mal machen, das Ding, ne? Ja, hier nochmal. Pupp. Heftiger Kerl, der Kerl. Aber Torwart natürlich auch ziemlich lächerlich. Torwart ist eigentlich wieder da. Stoppt erst, dann fällt der Ball ins Tor und er fällt um wie eine Schranke. So. Ach, komm hier mit Bernard nochmal. Jetzt kommt er wahrscheinlich, zieht er rein. Ah, noch nicht. Nee. Hat er keinen Bock? Gündogan auf Basti. Ah, mit dem würde ich ja eigentlich ganz gerne mal schießen. Ja, okay. War jetzt natürlich komplett ohne Schussvorbereitung. Deswegen kam das auch wie so Grütze. So. Ah, schade. Hätte ich nochmal reingeschoben. Jatson auf Felipe Luis. Na, push dich. Ja, ich freue mich, dass es mal wieder ein etwas normales Spiel gab. Ich muss sagen, davor die. Ja, es gab ja letztes Spiel, war ein ziemlich crazy Spiel. Und davor gab es ein normales Spiel und dann gab es wieder so ein crazy Spiel. Also, ich hoffe mal nicht, dass sich das jetzt immer abwechselt. Ja, 5 zu 1, wie gesagt, im Endeffekt finde ich es verdient. In der zweiten Halbzeit habe ich ihn eigentlich nie vor meinem Tor gesehen und wir waren relativ häufig mal da vorne. Und ja, Lewandowski, Spieler des Tages mit 2 Toren, Goal Assists, Shots on Target. 4 von 4, Reus 1 von 1, Gündogan 1 von 1, Schweinsteiger 1 von 1 und Luis 1 von 1. Pässe, ja, Reus und Robben ziemlich mies mit den Pässen. Schweinsteiger war auch, muss man sagen. Also 7 von 12 ist für die Position ganz und gar nicht gut. Allerdings liegt das natürlich auch an mir, ne? Also es liegt ja jetzt nicht nur an Schweinsteiger. Ich meine, ich führe ja die Richtung aus, deswegen kann man da jetzt nichts sagen. Ja, gehen wir weiter. Und dann würde ich sagen, ja. Ja, das war es ja eigentlich immer noch nicht, ne?
können wir die eigentlich immer noch nicht wegschmeißen. Hier ist dieses kranke Spiel nochmal. Also das war echt ein Spiel. Ich habe mich noch, na schon, aber in dem Spiel habe ich mich einfach so krass überlegen gesehen. Und dann so ein unnormal krasses Spiel. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt euch mal die letzte, ist das die letzte? Müsste die letzte Episode sein, guckt euch die mal an. Also boah, unglaublich, mit Ibra-Team übrigens. Ja, und dann weiß ich nicht, heute Abend gibt es dann vielleicht Finale. Und ja, ich würde mal sagen, nächste Woche geht es dann wahrscheinlich los mit Trading-Videos, dass da auch mal was kommt. Kein Versprechen, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass ich mal so ein, zwei Trading-Videos schon mal bringe von ein, zwei verschiedenen Strategien. Aber das sehen wir dann. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Und entschuldigt mir die Aussetzer mit meinem Hund und meine zune Nase, will ich mal sagen. Jedenfalls das mit dem Hund, das werde ich irgendwie klären. Ich versuche ihn dann auszusperren oder sowas. Ich mache ihn dann runter, unten in die Wohnung. Ja, mal gucken. Das wäre es jedenfalls gewesen. Macht's gut, ciao.